Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und willkommen heute hier zu dem neuen Video. Heute geht es wieder um einen absoluten Entwickler aus meiner Kindheit. Also absolut aus meiner Kindheit. Ist ein ganz, ganz großes Ding. Immer wieder haben wir über Rareware gesprochen. Rareware wird heutzutage in dem Zusammenhang vor allem immer wieder thematisiert, weil ja immer wieder dem Ganzen hinterhergeweint wird. Rareware hat gerade auf Nintendo-Plattformen super starke Bretter herausgebracht, super tolle Spiele entwickelt und wurde dann leider, ich glaube es war 2002, aufgekauft von Microsoft. Und seitdem sind halt auch viele der Rechte, viele der IPs, die Rareware eben dann für sich behalten hat, sind dann mit an Microsoft gegangen. Unter anderem die Battletoads und wahrscheinlich auch Conker, Banjo-Kazooie. Und das ist halt immer sehr, sehr traurig. Und deshalb haben wir uns umso mehr gefreut, dass Banjo-Kazooie dann den Auftritt in Smash hatte. Und jetzt hoffen wir halt, dass vielleicht nochmal irgendwas Neues kommt. Aber wie wir alle mittlerweile wissen, Rareware ist leider nicht mehr so ganz das Wahre. Viele der ehemaligen Entwickler aus dem Hause Rare haben sich unter Playtonic Games dann neu zusammengeschlossen, haben mit Yooka-Laylee einen Neustart gewagt, der meiner Meinung nach nicht so super gut geklappt hat. Yooka-Laylee kann meiner Meinung nach nicht so ganz an dieses alte 3D anknüpfen von eben Banjo-Kazooie oder Donkey Kong 64 oder so. Und heute kümmern wir uns um eben Rareware. Rareware war ganz, ganz stark zu N64-Zeiten. Da haben wir unter anderem so bekloppte Spiele wie Blast Corps oder Diddy Kong Racing haben sie auch gemacht oder mit Star Fox Adventures, das letzte richtig große Spiel, bevor sie dann eben aufgekauft wurden. Und wir gucken heute mal, welche Spiele hat Rare entwickelt. Hier war es ein bisschen leichter für mich als bei Sega oder bei Capcom, war für mich ganz schwer. Rareware stand für mich eigentlich schon von vornherein fest und wir gucken mal, was sind meine Top 5. Auf Platz 5 haben wir Banjo-Kazooie und dieses Spiel muss man das hoch anrechnen, denn ich habe Banjo-Kazooie nie als Kind gespielt. Das ist so irgendwie komischerweise eine der Spielereien gewesen oder eine der Spiele vor allem gewesen, die ich halt nie hatte. Jetzt erzählt Opa wieder vom Krieg, es war halt früher so. Wenn du ein Spiel nicht hattest, weil du kannst dir nicht alle Spiele kaufen. Ja? Früher gab es kein Internet, du konntest die Spiele nicht emulieren, du konntest dir keine Let's Plays angucken, nicht in den Streams angucken. Wenn du das Spiel nicht hattest und dir niemand das ausleihen konnte, weil aus deinem Umfeld das niemand hatte, ja, dann hattest du das Spiel halt nicht. Dann konntest du das Spiel nicht spielen, außer du bist in die Videothek gegangen. Aber in meinem Umfeld war es kein Ding, dass Videotheken Super Nintendo oder N64 Spiele hatten. Ich weiß nicht, ich bin halt in einer Kleinstadt aufgewachsen. Jedenfalls ging nicht. Und deshalb habe ich Banjo-Kazooie nie gespielt. Und dann habe ich irgendwann mal, als ich erwachsen war, nach eurem Druck natürlich auch, Banjo-Kazooie nachgeholt. Und ich muss sagen, es ist großartig. Die Musik ist super, super gut. Grant Kirkhope ist ein Meister seines Fachs und hat ja auch mit David Wise zusammen dann wieder unter Yooka-Laylee auch wieder Musik gemacht. Ist super, super gut. David Wise wird heute natürlich auch nochmal seinen kleinen Auftritt haben. Aber Grant Kirkhope hat eine tolle Musik gemacht. Und Banjo-Kazooie ist vielleicht einer der besten Collectathons, die es jemals so gegeben hat. Das, was gerade zum Beispiel Yooka-Laylee nicht so ganz gut gemacht hat, was Donkey Kong 64 so schlecht gemacht hat, ist, dass wenn man viele Dinge versteckt, dass man dem Spieler auch ein gutes Gefühl für die Welt geben muss und clever und gut eben durch die Welten fühlen muss, ohne dass er einen anderen Kong nehmen muss und sich wieder hoffnungslos in der Welt verwirrt. Ich weiß, Donkey Kong 64 hat viele Liebhaber, aber ich finde gerade der Vergleich zu Banjo-Kazooie, der ist eben so sehr stark, wenn man es mit anderen Spielen vergleicht, die eben auch das versucht haben, was Banjo-Kazooie hier so großartig gemacht hat. Einfach ein super tolles Spiel, was mich überzeugen konnte, obwohl ich es erst viele, viele Jahre später nachgeholt habe. Und ihr wisst, gerade der N64-Bereich altert sehr schlecht. Trotzdem fand ich Banjo-Kazooie großartig. Ah!
Schon mal an dieser Stelle, ich hatte früher nie wirklich was mit Ego-Shootern am Hut. Hatte ich früher schon nicht, immer noch nicht. Also erwartet kein Perfect Dark oder GoldenEye hier auf der Liste, by the way. Nicht, dass ihr darauf jetzt wartet und enttäuscht seid. Ich weiß, diese Spiele sind ein Teil der Geschichte und sind großartige Spiele. Für mich waren sie aber nichts. Bei mir ist stattdessen Super Battletoads und Battlemaniacs auf dieser Liste. Ich habe früher auch Battletoads gespielt. Die Battletoads wurden ja tatsächlich von Rare entwickelt und herausgebracht. Und also, na gut, veröffentlicht hat Tradewest, war das, glaube ich, und entwickelt hat es aber Rare als Konkurrenz tatsächlich zu den immer beliebter werdenden Turtles-Spielen. Turtles in Time unter anderem, da werden wir uns in einer anderen Liste nochmal genau drum kümmern, um dieses wunderschöne Spielchen. Aber die Battletoads sollten eine Konkurrenz dazu sein, gerade in diesem Beat'em-Up-Bereich. Und gerade da ist interessant, dass die Battletoads ja eigentlich gar nicht mehr nur Beat'em-Up sind, sondern sie sind ja alles. Sie sind Rennspiel, Beat'em-Up, Puzzlespiel. Es ist eines der abgedrehtesten Spiele. Ich habe Super Battletoads noch nie in meinem Leben auch nur ansatzweise geschafft. Es ist notorisch, es ist eines der schwersten Spiele aller Zeiten. Und ich habe da nie die Geduld für gehabt. Wir haben es noch durchgespielt mit Save States, aber ohne Save States auch als Kind nicht. Ich habe immer die Prügelpassage am Anfang geliebt mit dieser wunderschönen, mit dieser richtig geilen Musik. Da geht so ab. Die Musik aus der Bonus-Stage sind geil. Die Turbo-Tunnel habe ich auch geschafft, auch geile Musik. Das Schlangenlevel habe ich geschafft und das Level danach habe ich geschafft. Ich bin immer bis zu diesem, wo du mit der Säge vor der Ratte flüchtest. Also du hattest so einen Gleiter und die Ratte ist dir hinterher mit einer Säge. Bis dahin habe ich es geschafft und da hört dann irgendwann mein Memory ja schon auf. Also als Kind und weil da habe ich es, glaube ich, nicht geschafft. Das Spiel ist so unfassbar schwer. Aber ey, ich lieb's. Kindheitsding. Gut, ich kann jetzt an dieser Stelle quasi Platz 3 und Platz 2 zusammenfassen. Ich habe überlegt, ob ich generell die Donkey Kong Country Spiele nehme, aber ich möchte sie dann doch nochmal trennen und möchte nochmal ganz klar ausdrücken, wie dankbar ich Rare bin dafür, dass sie uns eben diese wunderschönen Donkey Kong Country Spiele gebracht haben. Donkey Kong Country 2 ist auf Platz 3 und so einen kleinen Ticken lieber habe ich Donkey Kong Country 1. Auch wenn ich Donkey Kong Country 2 für das bessere Spiel halte, es ist halt deutlich schwerer, es ist umfangreicher. Die Kongs haben halt wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied in sich. Das Level bietet meiner Meinung nach viel mehr Erkundungen. Es macht viel mehr Spaß, dieses Spiel auch zu 100% oder 102% durchzuspielen. Die Musik ist in beiden Spielen absolut genial, aber gerade Donkey Kong Country 2 ist einer der besten Soundtracks der gesamten Videospielgeschichte. Was David Wise da gezaubert hat in beiden Titeln, und wir reden hier nicht nur von Aquatic Ambience und Fear Factory in Teil 1, wir reden auch von dem Schneelevel, wir reden von Life in the Mines, wir reden von dem Anfang Forest Frenzy, wir reden vor allem auch von dem Credits Song ganz am Ende. Donkey Kong Country 1, wow, und Donkey Kong Country 2, wie gesagt, deutlich schwerer. Wir reden hier von der Sticker Brush Symphony, Lockjaw Saga, Forest Interlude und hier ist der Soundtrack halt nochmal so ein kleines bisschen breiter und in the Snowbound Land und so weiter. Es ist so unfassbar schön, was hier für ein Soundtrack geschafft wurde. David Wise hat sich für immer unsterblich gemacht mit diesen beiden Soundtracks. Der Soundtrack von Teil 3 ist auch noch gut, aber Teil 3 fehlt einfach in vielen Punkten so diese gewisse runde Magie, die Teil 1 und 2 hatten. Außerdem hat es das dumme Baby. Trotzdem ist Teil 3 ein großartiges Spiel, aber bei mir sind vor allem Teil 2 auf Platz 3 und Donkey Kong Country ist auf Platz 2 meiner liebsten Rare-Spiele. Und ich denke mal, die meisten wissen, was auf Platz 1 ist, wussten es wahrscheinlich schon vorher. Okay. Auf Platz 1 ist bei mir Conker's Bad Fur Day. Conker's Bad Fur Day ist auch wie Donkey Kong Country eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und es kann sein, dass dieses Spiel eigentlich in meiner großen Liste der liebsten Spiele vielleicht dahinter ist, aber Conker's Bad Fur Day wird für immer eins der beklopptesten, eins der einzigartigsten und eins meiner liebsten Spiele ever meines Lebens sein. Ich habe so viele Erinnerungen an dieses Spiel. Nicht nur, wie ich damals mit meinem Kumpel zusammen dieses bekloppte Spiel durchgespielt habe, wie ich fassungslos war. Ich weiß noch, hier haben wir uns öfter mal schon gestritten. Ich bin der Meinung, dass Conker's Bad Fur Day damals, als das Spiel herausgekommen ist, dass es indiziert war. Oder vielleicht nicht unbedingt indiziert. Auf jeden Fall mussten wir dieses Spiel, das weiß ich noch, aus
Großbritannien importieren. Also wir konnten es hier tatsächlich nicht kaufen in Deutschland. Ob es jetzt indiziert war oder was genau, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, es war nicht indiziert. Wir hatten da mal nachgegoogelt im Stream. Auf jeden Fall war es nicht hier verfügbar in Deutschland. Und wir mussten das dann importieren. Und es war ja eh egal. Es ist ja eh komplett auf Englisch, das Spiel. Und dann haben wir das gespielt und wir waren fassungslos. Wir hatten den Spaß unseres Lebens und ich habe dieses Spiel dann aber auch mit meiner Schwester sehr viel gespielt. Also sie hat auch sehr viel zugeguckt, obwohl sie es eigentlich nicht hätte tun sollen bei dem Spiel. Aber mein Bruder erinnert sich auch noch, dieser Dinosaurier, Pluppi, Block, Block. Es ist einfach immer noch was Besonderes, wenn man dann auch noch mit Menschen, die man liebt, die Spiele gespielt hat und die in Erinnerung geteilt hat. Und damit meine ich meine besten Freunde von damals, meine Geschwister. Dieses Spiel, mit diesem Spiel verbinde ich so viele Erinnerungen, obwohl es an sich halt auch so gut ist. Obwohl es schlecht gealtert ist, wird Conker's Bad Fur Day immer eins der einzigartigsten und der liebsten Spiele sein, die ich hier gespielt habe. Meine Lieben, das war meine kleine Top 5 zu meinen liebsten Rare-Spielen. Wie gesagt, es gibt noch viele andere und eure Liste wird wahrscheinlich anders aussehen. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare und ich würde sagen, ja, dann sehen wir uns demnächst mit weiteren Videos. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachtstage und wir sehen uns beim nächsten Adventskalender-Türchen. Macht's gut!